Hallo, mein lieber Skorpion. Schauen wir mal, was der Oktober für dich bereithält. Eine kurze Überschrift hier über die Orakelkarten und dann werde ich 7 Karten auslegen. Es gibt für dieses Video ein Hauptvideo und ein Extended. Diesmal werde ich es ein bisschen anders machen als beim letzten Mal. Lass dich also überraschen. Schauen wir mal, was ist die Botschaft für mein Skorpion? Das soll sein. Macht der Fantasie mit der Zahl 20. Diese Karte sagt aus, dass du hier Träume hast, dass du Visionen hast, dass du Wünsche hast und dass du alles, was du dir vorstellen kannst, auch erreichen kannst. Das ist schon mal eine positive Botschaft, ne? Mit der 2 geht es auch so ein bisschen um die Partnerschaft, um das Partnerschaftliche, auch das Miteinander mit der geistigen Welt. Ich weiß, manch einer kann es schon nicht mehr hören. Wir haben aber unter dem Kartendeck auch die Flaschenpost. Das heißt, du bekommst ja auch Botschaften, Hinweise, Informationen werden dich erreichen. Sie sind allerdings vielleicht schwierig zu sehen oder zu erkennen oder kommen sehr langsam. Ne? So eine Flaschenpost, die ist mitunter sehr, sehr lange unterwegs. Also bleibe geduldig in deiner Situation. Manchmal nicht so einfach, ne? So, dann haben wir hier noch die Monology-Karten. Schauen wir mal, was wir von den Monology-Karten hier noch wissen dürfen. Um was es genau bei dir jetzt hier im Oktober geht. In welchem Bereich? Also sehr redselige Karten hier. Die erste Karte war, die Energie kommt in Fahrt. Zunehmender Mond. Also irgendetwas. Da kommt jetzt Bewegung rein, wo du vielleicht das Gefühl hast, da tut sich gar nichts mehr. So, was haben wir hier noch? Das ist ja wirklich reichlich. Wir haben hier Neumond in den Fischen. Da haben wir wieder die Träume und die Wünsche, Gefühle, vielleicht auch neue Gefühle. Neumond im Schützen. Das Glück ist auf deiner Seite. Schütze, da geht es um spirituelle Weiterentwicklung, um Fokus, Neuausrichtung, Bildung, sich weiterentwickeln, sich weiterbilden. Dann haben wir hier. Auch Reisen. Reisen ist ja auch mit drin. Philosophie, die Sophie. Wohlstand in Sicht. Neumond im Stier. Das könnte hier auch berufliche Dinge hindeuten oder finanzielle Themen, wo hier etwas Neues gestartet wird, was sehr, sehr fruchtbar ist. Sehr schön. Halte an deiner Vision fest. Fester Mond. Also, da haben wir es wieder mit den Visionen, ja. Also, wenn du das Gefühl hast, das wird nie was oder so, dann darf ich dir jetzt hier verkünden: Glaube an das Unmögliche, es zeigt sich der Blue Moon. Der Blue Moon ist wirklich ein recht seltenes Ereignis. Das ist ein zweiter Vollmond in einem Zyklus, wo wir normalerweise nur einen Neumond und einen Vollmond haben. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel gar keinen blauen Mond. Wir hatten letztes Jahr im August. Am 30.8., das war der zweite Vollmond im August. Und das ist insofern sehr selten. Also du kannst ja mal reinfühlen, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was letztes Jahr im August oder um den August herum bei dir gerade Thema war, dass du mal so ein Gefühl dafür bekommst, was das so für eine Zeit ist, ja. Also wie sich das anfühlen kann. Vielleicht sind da Dinge passiert, wo du sagst, das ist jetzt nicht alltäglich. Ja, sowas passiert mir nicht alle Tage. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch zu deiner Legung hier wissen dürfen, was die Tarotkarten uns hier noch verraten für Skorpion. Ja, der Skorpion hat es ja nicht ganz einfach gehabt. Schon seit einem Jahr nicht, habe ich so das Gefühl. Es geht immer so auf und ab und ist echt zäh. Nee, ich glaube, das geht schon fast 2 Jahre so, diese Umbruchsituation. Schauen wir mal, was wir jetzt hierzu wissen dürfen, was jetzt hier im Oktober für dich angezeigt ist. So, 7 Karten ausgelegt. Schauen wir mal. Achso, Outcome-Karten legen wir hier auch noch hin. Oder legen wir die hier oben hin? Nehmen wir mal hier oben. Und wir schauen uns mal die Thematik an, die sich hier unterm Kartendeck verbirgt. Das gibt immer einen starken Hinweis darauf, was hier so reinspielt. Ja? Da haben wir den Gehängten. Der Gehängte deutet darauf hin, dass du vielleicht schon überlange hier in einer Sache feststeckst. Ja, man sieht ja, sie kann hier im Grunde gar nichts machen. Sie hängt da so, aber vielleicht hält sie auch überlange schon an etwas fest, was sie eigentlich loslassen könnte. Da haben wir jetzt hier das Schicksalsrad. Na, da bin ich ja sehr, sehr erleichtert. Also, das Schicksal meint es gut mit dir. Eine positive Wende, vielleicht ein Impuls, etwas, was von außen reinkommt,
was dich vielleicht hier aus dieser Situation befreit. Da zeigt sich hier eine berufliche Möglichkeit oder eine finanzielle Möglichkeit, ein neuer Weg, eine Lösung. Page der Münzen deutet immer auf etwas Neues hin im Bereich der Materie, könnte auch Wissen sein, Ausbildung. Ja, das ist der Lehrling, der hier quasi sich etwas aneignet, was ihm hinten raus als sehr wertvoll erscheinen kann, ne? So wie man, wenn man eine Ausbildung dann abgeschlossen hat, ein Studium, und man dann im Grunde davon partizipieren kann, weil einem das ein geregeltes Einkommen bringen könnte. Sowas in der Richtung. Und mit der Judgment nehme ich hier tatsächlich den Befreiungsschlag wahr, auch das Ende einer karmischen Situation. Das ist wirklich so ein Aufstieg, vielleicht auch ein beruflicher Aufstieg, der sich jetzt hier zeigt. Also wirklich eine rein, wirklich positive Entwicklung. Das freut mich ja sehr. Das hat aber, wie gesagt, mit dem Loslassen auch zu tun. Schauen wir mal, was wir hier haben. Königin der Schwerter könnte eine Person sein, die dich hier in dieser Situation anleitet, die dir zeigt, wie es geht, dass du vielleicht von der so ein bisschen supported wirst. Das könnte ein Luftzeichen sein. Luftzeichen haben wir Wassermann, Zwillinge oder Waage. Ansonsten steht hier erstmal so eine Person mit diesen Qualitäten recht nüchtern, recht objektiv. Sie schaut in die Weite und trifft zukunftsweisende Entscheidungen. Vielleicht bist du auch gerade so in diesem Fahrwasser, dass du sagst, na, was mache ich denn jetzt hier aus dieser Situation? Ist ja alles nicht so schön gelaufen. Und man möchte hier im Grunde Konsequenzen walten lassen. Ja? Man möchte gerne neue Entscheidungen treffen, die zukunftsweisend dann auch sind. So wie die Weichen für sich stellen, ja? Oder für eine Situation. Sich in sich ganz klar sein, ne? Sowas nehme ich ja auch wahr. Da ist man wenig emotional, sondern eher so objektiv, mit scharfem Verstand und analytisch da unterwegs, recht kalkuliert und was ist so der Zweck, der Nutzen der ganzen Sache, was bringt mir das, ne? Wo will ich denn überhaupt hin? Eher so dieses Kaufmännische, dieses Unternehmerische und diese unabhängige Person, das könnten alles Qualitäten sein, die du vielleicht jetzt im Oktober so präsentierst, ja, dass du so unterwegs bist, deine Qualität. Kann aber auch sein, dass du aufgefordert bist, in diese Situation zu kommen, in dieses Fahrwasser. Ast der Schwerter, wieder die Schwerterenergie, kann hier für einen Impuls stehen, ist auf jeden Fall das Potenzial auf Klarheit und auf Wahrheit. Also es könnte sein, dass dir hier etwas klar wird, dass du eine Klarheit erlangst in einer Situation oder ein Gespräch führst, wo dir etwas klar wird. Hier haben wir auch lauter Formeln und quasi auch so die logischen Zusammenhänge, ja, dass man sagt, ah, so hängt das alles zusammen und dass dir damit jetzt quasi ein Licht aufgeht. Ja, vielleicht bekommst du hier Input rein. Ne? Siehst ja, wie dieser Lichtstrahl hier reinkommt, so wie so ein Upgrade, nehme ich hier wahr. Vielleicht hast du auch, wir haben ja hier so diese Wendeltreppe, vielleicht hast du auch das Gefühl manchmal, Entschuldigung, mir krabbelt es gerade tierisch im Hals, also das Halschakra meldet sich hier gerade ganz stark. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, auch immer wieder an derselben Stelle zu stehen. Ne? Klar, wenn du natürlich immer an derselben Stelle runterguckst, sieht das von der Perspektive eigentlich immer alles ähnlich aus. Aber wisse, du gehst halt immer Etage für Etage immer höher und du befindest dich niemals an dem gleichen Punkt, weil du hast ja mit jedem Etagenaufstieg hast du an Erfahrung und an Wissen und an Weisheit dazu erfahren. Das darfst du dir einfach mal bewusst werden. Noch mehr Klarheit, klärende Gespräche, viele Dinge, die vielleicht auch mit einmal passieren. Aber ich nehme hier erstmal grundsätzlich so eine Energie wahr von, dir wird etwas klar. Absolut. Du sprengst hier etwas, du lässt hier etwas los. Das ist so dieses Wegbrutzeln vielleicht auch von Energien, die dich bisher in der Verwirrung gehalten haben, die dich in diesem Feststecken. Das könnte diese Erkenntnis sein, die sich hier reinzeigt. Ja, vielleicht kommt dir hier auch eine Erkenntnis über die Zusammenhänge deiner Situation. Wir haben ja hier auch meditiere und denk nach. Also vielleicht gehst du da wirklich nochmal ein Stück weit in den Rückzug und lässt dir die Dinge durch den Kopf gehen und wirst dir dann bewusst, was du eigentlich gerne möchtest, was deine Vision ist. Ja, das ist so die Energie, die ich hier so wahrnehme. Und dann kommt auch viel in Bewegung und auch davon spricht der Ritter der Stäbe, dass jetzt eine schnelle Bewegung hier vonstatten kommt. Es könnte auch auf
Ungeduld schon hindeuten, ja? Dass in dem Moment, wo dir etwas klar wird, willst du auch sofort losmachen. Du bist voller Begeisterung und voller Feuer in dir, ne? Das ist so die Flamme, die hier entfacht. Das Pferd steht für Lebenskraft. Also hier will man dann auch wirklich Action sehen und Action machen, also ins Tun kommen. Egal, worum es jetzt geht, ob du jetzt Umzug, Reise oder eine berufliche Tätigkeit beginnen, ein Hobby, eine Leidenschaft, also all sowas kann das sein. Kann natürlich auch sein, dass du hier für einen Menschen eine leidenschaftliche, also dass dir klar wird, was für eine starke, was du für starke Gefühle eben auch da hast. Wobei wir mit den Stäben eher, wie gesagt, bei Action sind. Irgendwas beginnt man hier, man macht sich hier auf, man packt die Dinge an. Ja, Sechs der Kelche ist so die Erinnerungskarte, aber eben auch die von Reife spricht. Ja, hier ist etwas reif oder jemand ist reif. Es kann auch auf eine Langfristigkeit hindeuten, dass das, was du jetzt hier vielleicht startest, dass das lange in deinem Leben sein wird oder du hier eine neue Reise antrittst, wo du quasi vom Kind zum Erwachsenen wirst. Ja? Also wo du etwas vielleicht, was jetzt noch in den Kinderschuhen steckt, ausreifen lassen möchtest, sich entwickeln lassen möchtest, sowas in der Richtung. Ne? Also kann eben auch darauf hindeuten. Wenn das ein Unternehmen ist, dann könnte das eben, ne, das steckt hier noch in den Kinderschuhen, dass das ausgereift wird. Okay, ich habe heute echt Schwierigkeiten, das in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade grammatikalisch richtig ausgesprochen habe. So, weiter geht's. Drei der Schwerter. Warum haben wir hier die drei der Schwerter? Das deutet ja eigentlich immer auf Kummer und Sorgen hin, irgendetwas, was dich hier quält. Aber wenn ich das in der Spiegelung sehe, habe ich das Gefühl, dass eine Wahrheit vielleicht auch wehtun kann. Dass eine Klarheit jetzt reinkommt, die aber dann auch, ja, so unter dem Motto, dass die Münze hat halt zwei Seiten, ne? Zum einen ist es jetzt raus, es ist jetzt klar, aber es hat halt dann eben auch in irgendeiner Weise eine Konsequenz, die dir vielleicht nicht ganz schmeckt. So wie wenn man ein klärendes Gespräch mit einem Partner hatte und dann herauskommt, dass man jetzt getrennte Wege geht und man weiß dann jetzt zwar, woran man ist, aber auf der anderen Seite tut die Wahrheit dann natürlich auch weh. Ja, also ist natürlich auch nicht schön. Sowas in der Richtung. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Das sehe ich hier nicht, aber so ungefähr. Drei der Kelche, da geht es um Vision. Und das ist das, was ich meine mit der Königin der Schwerter und den drei der Kelchen. Geht es darum, hier langfristig eine Vision zu verfolgen. Mit den drei der Kelchen geht es vielleicht um Gruppe, um Freundschaften, um Gemeinsamkeiten, also ein Kreis von Menschen oder Frauen, wo du unter Gleichgesinnten bist, ja? Man schaut hier hoch zu dem Sternbild der Wagen. Der Wagen steht für Erfolg. Man möchte hier vielleicht etwas in den Erfolg bringen, vielleicht gemeinsam. Drei der Schwerter, drei der Kelche. Da hat vielleicht jeder auch irgendwie seine eigene Meinung dazu und man muss hier etwas in die Klärung bringen. Das schafft ihr aber auch. Hier wird etwas geklärt. Hier kann man Dinge auch besprechen, die vielleicht mit eurer Vergangenheit zu tun haben. Und etwas bereinigen und dann, um dann auch wirklich hier in Action zu kommen. Ne? Hier nehme ich auch stark diese Schütze-Energie wahr. Das Glück ist auf deiner Seite Neumond im Schützen. Also hier kommt einiges in Fahrt. Schnelle Bewegung auch. Ja. Okay. Als Outcome haben wir den König der Münzen und die Zehn der Schwerter. Ich nehme das so wahr, dass es hier beruflich zu einer Situation kommt, da wo du vielleicht hart für gearbeitet hast. Mit den Zehn der Schwertern hat man auch einige Enttäuschungen eingesteckt und das hört jetzt auf. Ja, das Zehner. Oh. Entschuldigung, transformiert sich gerade schon ganz viel. Das ist immer, wenn ich gehen muss, nicht weil ich müde bin, sondern weil ganz viel auf energetischer Ebene schon passiert. Also die Zehn der Schwerter ist ja so die Energie, wo man eigentlich am Boden ist, ne? Wo man nicht mehr kann und sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dir sind vielleicht Menschen in den Rücken gefallen,
hast in irgendeiner Weise eine Enttäuschung erlebt. Und mit der Zehnerenergie ist aber das Positive daran, ist damit jetzt Schluss. Das ist auch ein radikales Ende einer Angelegenheit. Das kann hier mit dem König der Münzen auf ein radikales Ende in deiner beruflichen Tätigkeit hindeuten oder mit einer älteren Person, wo es vielleicht hier einen Konflikt gab oder eine Enttäuschung gab. Wir haben hier eine Person im Erdzeichen. Das könnte Steinbock, Stier oder Jungfrau sein. Oder um eine ältere Person aus deiner Familie, jemand, der sowas wie ein Familienoberhaupt ist. Ja? Vielleicht geht es ja auch um familiäre Themen. Ich nehme es aber eher als berufliche Themen wahr, dass du hier mit einer beruflichen Situation hier ein Ende, einen Cut machst. Ja? Zehnder Schwert, das ist wirklich so finito, Feierabend. Das ist so, das hat mich hier an das Ende meiner Kräfte gebracht und damit hörst du hier auf. Oder du hörst mit etwas auf und kommst dann in die Position des König der Münzen, ja, weil du vielleicht mit irgendetwas hier aufhörst. Ich habe hier jetzt zwar nichts, was auf Ende hindeutet, aber du richtest dich schon in irgendeiner Weise neu aus. Und das, auf was du dich ausrichtest, könnte auch sogar etwas damit zu tun haben, was du vielleicht in der Vergangenheit schon mal gemacht hast. Vielleicht ist das irgendwas, was du aus der Vergangenheit kennst, was du. Vielleicht ein Mensch, den du aus der Vergangenheit kennst, oder ein Ort oder eine Situation oder eine Tätigkeit, irgendwas aus der Vergangenheit. Es hat etwas damit zu tun. Okay. In der weiterführenden Legung werde ich jetzt erklären, worum genau es sich jetzt hier handelt. Und wenn du das Gefühl hast, ich komme hier aus der Nummer nicht raus, ich stecke hier wie der Gehängte fest, ich hänge da so und sehe keinen Ausweg, dann können wir gerne auch gemeinsam schauen. Guck gerne mal unter dem Video oder auf meinem Kanal, da habe ich den Shop verlinkt mit auf Elo-Page. Und wenn du dich da registrierst, dann findest du dort das Angebot für eine Tarotlegung. Wir müssen jetzt nicht zwangsnotwendigerweise eine Tarotlegung machen, können wir gerne. Das schreibst du mir dann. Wir werden über E-Mail dann in Kontakt treten und dann schauen wir, was du gerade brauchst und was dir gut tut. Ansonsten kann ich auch gerne mal energetisch in dein System reinschauen, was dir jetzt gerade in dieser Situation hilft und was da gerade los ist. So, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die weiterführende Legung. Hier werde ich jetzt die Karten von Julia Aurelia nehmen und werde jeden Bereich hier nochmal klären. Und auch die Lenormand-Karten werden wir nochmal fragen, worum es sich hier genau handelt und wie sich das Ganze hier zeigt. Zum Schluss werde ich noch eine Orakelkarte springen lassen, die die ganze Sache wunderbar abrundet, sodass du bestens vorbereitet bist für den Oktober. Jetzt lasse ich noch einen klärenden Gong für dich da und ich danke dir für dein kostenfreies Abo, für dein Like, für deinen Liebeskommentar und wünsche dir einen erfolgreichen Oktober. Wie gesagt, das Glück ist an deiner Seite. Glaub an das Unmögliche. Du kannst hier im Bereich Community, Gruppen, Freundschaften irgendetwas Neues schaffen, da kommt Bewegung rein, da findet etwas statt. Vielleicht wirst du hier auch mehrere Möglichkeiten haben, könnte auch sein, denn drei der Schwerter deutet ja auch erstmal nur auf drei verschiedene Optionen hin. Das muss jetzt nicht unbedingt die Enttäuschung sein, kann es aber. Ja, also vielleicht wird dir dann auch klar, welche Option du wählst oder dass du drei verschiedene Wege wählen wirst. Die drei zeigt sich hier sehr stark. Also vielleicht ist auch die 3 für dich in irgendeiner Weise relevant oder du hast mit zwei weiteren Personen hier zu tun. Lass es mich gerne mal wissen, wie das sich hier bei dir zeigt und was hier an Potenzial auf Klarheit, auf Wahrheit sich für dich zeigt, welche Informationen du vielleicht erhältst. Das würde mich sehr interessieren. Vielen lieben Dank für dein Feedback und für jegliche Art deiner Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.